Tipps für Ihre Sicherheit von Kriminalrat AD Lothar Schirmer. Ein Paket mit einem Grundig-Breitbild-Fernseher im Verkaufswert von 2.100 Euro wartet auf die Auslieferung an Sie. Versprechen schreiben der Amsterdamer Firma Federated Expedites. Mit einem ähnlichen Schreiben suggeriert eine Firma WDS aus den Niederlanden die Paketfreigabe eines Sony Digital Plasma Großbildgerätes im Werte von 5.000 Euro oder als Alternative die Auszahlung von 1.200 Euro in Bargeld-Spargutscheinen. Na, da kommt doch Freude auf, wenn völlig unerwartet so ein gutes Stück ins Haus steht. Allerdings sollte sich bei denen, die einen derartigen Brief bekamen, auch ein riesiges Fragezeichen auftun. Wieso wartet da ein Fernseher auf mich, obwohl ich keinen bestellt habe und auch an keiner Gewinnauslosung teilnahm? Nun ja, ich weiß, wie das ist mit der Hoffnung, dass es da doch auf dieser Welt jemanden geben könnte, der mir einfach so eine Freude machen will. Aber lassen Sie sich diesen Zahn ziehen. Da wartet kein großes Gerät auf Sie. Die Unternehmen legen es nur auf die 25 Euro Transfergebühr an, die von Ihnen für die Übersendung des Paketes verlangt werden. Und wenn Sie das Schreiben ganz genau durchlesen, dann finden Sie irgendwo einen Passus, der Ihnen verrät, dass das Paket auch andere Artikel enthalten kann. Das bedeutet, dass Sie für Ihr gutes Geld irgendwelchen Schrapel zugeschickt bekommen, den Sie nicht brauchen. Das Schlimme daran, wenn Sie darauf reagieren, sind die 25 Euro weg und Sie können nicht einmal reklamieren, denn im Text stand ja, oder andere Artikel.